Es gab mal eine Zeit in Star Stable, da mussten wir wirklich noch viel reiten. Und damit aufgesattelt und aufgesessen, herzlich willkommen zu einem neuen Stallgeflüster. Ja, ihr habt es im Titel schon, ja, vielleicht so ein bisschen erahnen können. Ich habe jetzt eine ziemlich lange Nachricht bekommen auf Instagram, ob ich nicht mal über verschiedene Themen sprechen kann, die einige in der Star Stable Community stören. Die meisten davon hatte ich tatsächlich schon thematisiert, Videos wie die Pferdeschwämme, dass so viele Pferde reinkommen, dass wenig Quests reinkommen, dass das Star Stable Team teilweise auch so ein bisschen beratungsresistent ist. All das waren Dinge, die schon thematisiert wurden in Stallgeflüstern bei mir. Deswegen werde ich da jetzt vorerst nicht nochmal drauf eingehen. Aber es ist auch etwas angesprochen worden, wo ich gedacht habe, ja, stimmt, das war ja mal so. Und so wie es jetzt ist, hat es Vor- und Nachteile. Und zwar geht es mir dabei um die Möglichkeiten, sich auf Jorvik fortzubewegen. Ich weiß gar nicht, wie lange das mittlerweile schon so ist, dass man überall mit dem Transporter hin kann und zwar auch egal von wo. Das war nämlich nicht immer so. Früher war das so, also die Transporter haben ja auch jetzt noch unterschiedliche Farben. Da hinten, der ist zum Beispiel rot, dann haben wir rosane im Hauptteil von Jorvik, sage ich jetzt mal, wo am meisten los ist. Dann haben wir blaue in Epona. Also es gibt unterschiedliche Transporterfarben und die kamen nicht von ungefähr. Es war nämlich früher so, dass man nicht von überall nach überall reisen konnte. Und zwar gab es da unterschiedliche Bereiche. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das... Ja, war das zu Epona-Zeiten auch noch so? Ich weiß es gar nicht mehr, ob man da schon überall hinreisen konnte, aber ich glaube noch nicht. Und zwar war das so, dass man innerhalb der Erntefeldprovinz mit den Transportern reisen konnte. Oh, da ist eine Erinnerung, die muss ich auch mal irgendwann einsammeln, aber nicht jetzt, das mache ich mal in extra Folgen oder in Quest-Folgen. Ja, da konnte man in der Erntefeldprovinz reisen, man konnte im Bereich Silverglade reisen, man konnte in Golden Hills reisen. Ja, da gab es überall Transporter, aber man konnte jetzt nicht von Moorland zum Beispiel zur Sunfield Farm. Das ging nicht. Das waren unterschiedliche Gebiete und das funktionierte nicht. Man musste dann also erst zu dem Transporter hinter dem Wolf Hell Inn reiten, zu Edgefield, und von da konnte man dann mit dem Transporter zur Sunfield Farm fahren. Damals hatten auch, deswegen fahre ich jetzt auch gerade bewusst mit der Fähre, die Fähren noch eine viel größere Bedeutung, weil man einfach total schnell mit der Fähre von Vorpinta in Jarlaheim war und einfach unheimlich viel Zeit und Weg sparen konnte. Oder auch beim Golden Hills Stall, wo kam man dann nochmal an? Nee, natürlich, im Westkap Fischerdorf. Das waren die Routen und dann kam irgendwann auch die hier nach Südhof dazu und die Fähren hatten einfach noch eine Bedeutung und das finde ich persönlich, das ist so das, was mir irgendwie am meisten wehtut, in Anführungsstrichen, sage ich es jetzt mal. Natürlich, man kann immer noch auf die altbewährte Art und Weise reisen. Man kann immer noch von Moorland nach Vorpinta von Moorland nach Vorpinta reiten, wenn man nach Jarlaheim möchte und von da die Fähre nehmen, wenn man das denn möchte. Aber ganz ehrlich, wer tut das? Ja, wenn man die freigeschaltet hat, die Fähre, dann ist das natürlich eine kostengünstige Art und Weise zu reisen. Das ist völlig klar. Da können wir gerade mal ein schönes Bild machen. Das ist klar, das ist dann eine echt günstige Reisemethode. Aber ganz ehrlich, wer macht es denn noch? Es ist ja viel, viel, viel schneller, wenn wir einfach den Transporter nehmen und direkt von Moorland zur Sunfield Farm fahren. Geht viel schneller und da nimmt man dann auch die paar Schillinge mal in Kauf. Natürlich, es ist praktisch. Es erleichtert uns das Leveln. Wir sind einfach viel, viel schneller von A nach B gekommen und müssen keine Umwege mehr reiten. Hier seht ihr übrigens die Häfen, die wir anfahren können. Gab es nicht bei Dandal auch mal einen
Scheinbar hatte ich das falsch im Kopf. Na, Jorvik können wir ja sowieso nicht. Also nach Jorvik City können wir eh nicht fahren. Aber ja, wie gesagt, es erleichtert uns das natürlich um einiges. Aber das ist auch nicht unbedingt immer gut. Ich sag mal so, hätten wir das jetzt nie gehabt, dass wir von überall zu jedem Transporter fahren können, hätte man vielleicht mal gesagt, das wäre eigentlich ganz praktisch, wenn es gehen würde. Aber hätten wir das richtig vermisst? Ich weiß es nicht. Aber ich bin einfach mal so kühn und sage, ich denke nein. Weil man das einfach eben so gekannt hat. Und das war auch irgendwie schön. Man hat ja einfach so ein bisschen noch mehr von den Gebieten mitbekommen. Ein bisschen mehr miterlebt. Und ja, es ist im Endeffekt nur wieder das, was sich generell auch im echten Leben immer mehr widerspiegelt. Dieses Schnelllebige, sofort alles, alles ganz schnell und sofort. Und ich will mich da auch selber nicht von freireden. Ich bin selber so, wenn ich irgendwas bestelle, dann kann ich es in aller Regel kaum abwarten, dass ich es dann endlich in den Händen halte. Das ist, denke ich, auch irgendwie irgendwo menschlich. Die einen sind geduldiger, die anderen sind ungeduldiger. Aber ja, irgendwie gehörte es im Spiel für mich dazu. Und ich habe schon das ein oder andere Mal darüber nachgedacht, eigentlich wäre es doch ganz schön, wenn es wieder so wäre. Wenn man wieder innerhalb von Silverglade mit den Transportern reisen könnte, innerhalb von Golden Hills, innerhalb von der Erntefeldprovinz, wo ja im Endeffekt auch Epona zugehört. Im Endeffekt müsste man dann noch nur trotz allem kleinere Ritte machen, um einen Gebietswechsel vorzunehmen und könnte dann noch immer noch fahren. Wäre das so schlimm? Ich denke nicht. Und dadurch würden einfach auch die Fähren wieder eine Bedeutung bekommen. Ich finde es einfach irgendwie total schade. Ich fand das früher mal total cool, wenn man dann mal kurz auf die Fähre gewartet hat. Das gab irgendwie auch nochmal so ein bisschen so ein realistischeres Gefühl und dann mit der Fähre eben überzusetzen und dann im anderen Gebiet wieder rauszukommen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wann das geändert wurde, wie lange das jetzt schon her ist, aber so 4 Jahre würde ich bestimmt schon schätzen, dass wir einfach überall hin können. Vielleicht sogar noch einen Ticken länger, ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber da würde es mich einfach wirklich mal brennend interessieren, wie seht ihr das? Würdet ihr lieber wieder ein bisschen mehr reiten müssen? Und dafür sind wieder alte Spielmechaniken so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, wie eben die Fähre, die man jetzt eigentlich gar nicht mehr benutzt. Wann sieht man schon mal Leute auf der Fähre? Da war früher richtig viel los. Das war einfach richtig cool. Oder findet ihr es besser so, wie es jetzt ist? Ich bin gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!